Hey, meine lieben Bücherwürmer. Ja, heute gibt es von mir mal wieder ein Last Five. Ich muss jetzt erstmal kurz vorweg sagen, mir gefällt es so mit den Last Five Videos ganz gut, weil wirklich immer mal wieder was Neues kommt. Und ich halt nicht wirklich 3 Monate Zwischenraum habe zwischen den Neuzugängen-Videos, weil ich finde das echt cool. Ich wollte jetzt einfach nur mal fragen, ob ihr das halt auch so seht, dass ihr halt so gefühlt einmal die Woche oder alle 1,5 Wochen so ein Neuzugänge-Video ist es ja im Endeffekt bekommt, oder ob ihr lieber gebündelt ein langes Video haben wollt mit allen Neuzugängen aus einem Monat. Mir gefällt es, wie gesagt, ganz gut, eigentlich immer mit diesen 5 Büchern pro Video nur. Und so habe ich halt wirklich immer wieder ein Video, was ich auch drehen kann. Und auch wenn mal wirklich Phasen kommen, momentan habe ich sie nicht, aber manchmal kommen halt Phasen, da hast du nicht großartig irgendwelche anderen Videos, die du gerade machen kannst. Und dann finde ich das halt ganz gut, dass ich wenigstens die dann noch habe, damit ihr immer was bekommt. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ob ihr das weiterhin so haben wollt oder ob ihr lieber ein langes, und ich sage euch wirklich langes, weil das sind dann manchmal im Monat ein paar mehr Bücher und das dauert dann schon ein bisschen länger und dann habt ihr ein 30, 40 Minuten Video vielleicht. Also schreibt mir das gerne in die Kommentare, wie ihr das gerne weiterhin haben möchtet. Mir gefällt es, wie gesagt, so ganz gut, aber ich richte mich da so ein bisschen nach euch, weil schließlich wollt ihr die Videos von mir sehen und ja. Wir fangen jetzt einfach mal an. Dieses Mal ist das sehr, sehr lastig in eine Richtung. Das habe ich mit Absicht so ausgewählt, dass ich wirklich immer so versuche, so ein Thema auch zu haben in einem Video. Und diesmal ist das sehr Manga- und Comic-lastig. Warum, wieso, weshalb, erzähle ich euch gleich. Ich fange jetzt auf jeden Fall mit einem Buch an, was kein Manga ist. Und zwar von Erin Summerill. Auf immer gejagt. Ich habe ja bei dem Tag mitgemacht. Das war ja so eine Aktion vom Carlsen Verlag. Und bei dem Tag habe ich, wie gesagt, mitgemacht und habe dementsprechend jetzt das Buch zugeschickt bekommen, damit ich es lesen und rezensieren darf. Ja, das Video dazu verlinke ich euch einmal in der Infobox, wenn ihr Lust habt, das nochmal anzugucken oder das noch nicht kennt. Ja, worum geht's? Im endlosen Wald kennt Tessa jedes Blatt. Dort im Schutz der Bäume fühlt sie sich zu Hause. In ihrer Heimatstadt Brenton hingegen wird sie nur geduldet, denn ihr Vater Saul genießt als Kopfgeldjäger des Königs zwar großes Ansehen, doch Tessas Mutter war eine Verräterin aus dem Nachbarland und dessen Bewohner beherrschen schwarze Magie. Als Saul hinterrücks getötet wird, steht Tessa ganz allein da. Jetzt hat die junge Fährtenleserin nur eine Chance auf ein sicheres Leben. Sie muss im Auftrag des Königs den angeblichen Mörder jagen, Cohen, der Gehilfe ihres Vaters und ihr Freund aus Kindertagen, den sie heimlich liebt. Tessas besondere Gabe sagt ihr, dass Cohen schuldig ist, aber ihr Herz spricht eine andere Sprache. Ja, in dem Tag-Video wusste ich ja noch nicht so ganz genau, worum es geht. Es hört sich auf jeden Fall echt spannend an. Dazu muss ich noch sagen, dass ich aus dem Carlsen Verlag selten enttäuscht werde, sagen wir mal so. Die Bücher mir eigentlich oft sehr gut gefallen. Aber dazu muss ich auch sagen, ich muss in der Stimmung sein, weil Carlsen Verlag hat halt wirklich so Jugendbücher, also wirklich, das sind Jugendbücher und nicht so, es gibt ja auch Jugendbücher, wo man auch sagen könnte, ach, das kann man auch noch als gut alternder Erwachsener, oh Gott, was war das für ein Satz? Also ich meine, ich bin 23, sprich, ich bin noch eine junge Erwachsene. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ne? Das sind halt wirklich Jugendbücher und da darf man auch nichts anderes erwarten. Und auch hier ist es halt wieder, dass die Liebe sehr, sehr stark im Vordergrund ist. Und also gehe ich mal von aus, weil so entnehme ich das dem Klappentext. Und ja, darauf freue ich mich aber schon. Ich bin mal sehr gespannt, wie das da mit Tessa ausgeht, wie sie sich da entscheidet, weil wenn ihre Gabe, und ich meine, eine Gabe hat man nicht umsonst, ihr sagt, dass Cohen schuldig ist, ihr Herz aber was anderes sagt, da bin ich trotzdem sehr gespannt, wie sie sich entscheidet oder wie sie diese Aufgabe dann löst. Weil, ja, dazu dann aber mehr, wenn ich es gelesen habe. Aber ich glaube, ihr wisst vielleicht, was ich so damit sagen will. Das einmal dazu und jetzt habe ich tatsächlich nur noch Mangas
oder ähnliches. Ich sage mit Absicht ähnliches, das zeige ich euch aber jetzt gleich zum Schluss. Als erstes zeige ich euch einmal, was ist denn jetzt, das ist Band 2 und das ist Band 3, genau. Habe ich mir einmal Tokyo Ghoul Band 2 und Tokyo Ghoul Band 3, ich entschuldige mich, das ist alles noch eingeschweißt, deswegen blendet das manchmal ein bisschen. Ich habe den ersten Band ja jetzt gelesen, das werdet ihr dann in meinem Lesemonat sehen oder gesehen haben. Das Video kommt später, ihr werdet das in meinem Lesemonat gesehen haben. Ich verlinke euch das Video in der Infobox. Ich rede hier schon wieder Krautsalat, kein richtiges Deutsch irgendwie. Ich verlinke euch das auf jeden Fall unten in der Infobox. Dann könnt ihr da mal reinschauen, da erzähle ich euch dann, wie mir das gefallen hat. Wie man sieht, hat es mir auf jeden Fall gefallen, weil sonst hätte ich mir die Nachfolgebände noch nicht gekauft. Ja, wie gesagt, Band 2 und Band 3 gekauft und will das jetzt weiterlesen. Ich weiß gar nicht, wie viele Bände das insgesamt sind, aber die Reihe ist ja schon abgeschlossen. Ich glaube, das sind so um die 15, kann das sein? Wer das genau weiß, schreibt es mal bitte in die Kommentare, damit ich mich da auch ein bisschen drauf einlassen kann, wie viele ich überhaupt noch habe, vor mir habe. Ich meine, ich kann natürlich auch nachher gucken, aber wenn ihr das wisst, würde ich mich freuen. Und habt ihr das eigentlich auch schon gelesen? Tokyo Ghoul wird ja eigentlich sehr gehypt, sage ich mal so. Also es wird ziemlich gehypt und ja, meine Meinung wie gesagt im Lesemonat. Aber ich zeige euch jetzt gleich noch einen anderen Manga, den ich mir gekauft habe und zwar A Silent Voice. Ich erwähne extra die Autoren dazu nicht. Ich verlinke euch die Bücher wie immer unten in der Infobox, aber die Autoren erwähne ich nicht, weil die kann ich alle nicht aussprechen. Ich kann kein Japanisch und die Namen sind Japanisch, meistens zumindest. Ich kann es einfach nicht aussprechen und das will ich auch nicht versuchen. Wie gesagt, Bücher sind alle immer unten verlinkt. Ich habe A Silent Voice gekauft und auch gleich gelesen. Ich habe es direkt an dem Tag, wo ich es mir gekauft habe, habe ich es gelesen. Ist also auch schon gelesen, das werdet ihr auch in dem Lesemonat gesehen haben, der wie gesagt unten verlinkt ist. Und jetzt mal zum Vergleich. Tokyo Ghoul war ja mein erster Manga nach 10 Jahren. Ich habe 10 Jahre kein Manga gelesen und dann mit Tokyo Ghoul angefangen. Hat mir wie gesagt so gut gefallen, will ich weiterlesen. Aber A Silent Voice war so, so gut, dass ich jetzt wirklich, ich sehe diese Tokyo Ghoul Bände und denke, nö, ich möchte eigentlich das weiterlesen. Es war wirklich so gut. Worum geht es hier? Das lese ich euch auch einmal ganz kurz vor. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Shoya hat den ganzen Tag nur Unfug im Kopf und schert sich wenig um seine Zukunft. Als die von Geburt an Taube, Shoko, der Name ist geil, ich kann auch sein, dass ich die Namen alle falsch ausspreche, in seine Klasse kommt, wird sie schnell zum neuen Mobbingopfer und besonders Shoya findet Gefallen daran, ihr Streiche zu spielen. Zu diesem Zeitpunkt ahnt Shoya noch nicht, dass dieses Mädchen sein Leben komplett verändern wird. Die Thematik da drin ist ja auf jeden Fall schon mal sehr, sehr spannend. Und ich muss auch sagen, und das hätte ich niemals von einem Manga erwartet, eigentlich war für mich Manga immer, ist eine leichte, spaßige Unterhaltung für zwischendurch. Aber das war wirklich so tiefgründig. Und ja, ich möchte gar nicht so viel weiter dazu sagen. Das seht ihr dann ja, wie gesagt, im Lesemonat. Immer noch habt ihr im Lesemonat gesehen, ist ja schon online dann. Und ja, ich kann es wirklich nur empfehlen und da werde ich auf jeden Fall weiterlesen. Und ich glaube, das ist abgeschlossen mit 7 Bänden. Ich glaube ja. Top. Also wenn ihr wirklich mit Mangas mal einsteigen wollt oder so wie ich seit Jahren kein Manga mehr gelesen habt, dann kann ich das wirklich empfehlen, weil es halt auch eine Thematik ist, die halt so auch in der normalen Welt vorhanden ist. Tokyo Ghoul, das gibt es zum Beispiel nicht. Das ist halt fantastisch und ja, so viel dazu. Und zu guter Letzt zeige ich euch gar kein direktes Buch mehr, sondern 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Comic-Leseproben sind es ja. Also es sind keine ganzen Comics, es sind wirklich nur so Leseproben. Und zwar vom Gratis-Comic-Tag 2017. Der war ja jetzt am 13. Mai. Ich glaube ja. Ich weiß es gerade nicht, aber es war irgendwie auf jeden Fall im Mai. Und da konnte man hingehen und dann kann man sich halt immer so Leseproben gratis eben mitnehmen. Die werden extra für diesen Tag gedruckt.
Und ich finde, ich habe noch nie was von diesem Tag gehört, aber ich finde es echt cool, gerade weil ich eben jetzt wieder auf diese Schiene aufspringen möchte und mal ein bisschen in diese Mangas und Comics eben reinlesen möchte. Dazu muss ich sagen, dass hier einige Comics bei sind, die es eben auch als Manga gibt. Und ja, welche habe ich? Ich erzähle euch jetzt nicht bei jedem Comic, worum es geht, weil es den Rahmen sonst sprengen würde. Ich verlinke euch die auf jeden Fall auch einmal unten in der Infobox, damit ihr das auch einmal euch durchlesen könnt. Ich habe hier auf jeden Fall erstmal mitgenommen Jin. Erstens die Favoritin, also das sind immer die ersten Bände. Das habe ich auch schon, diese Leseprobe habe ich auch schon gelesen und das hat mir echt gut gefallen. Und das werde ich, denke ich mal, auch mir besorgen, vor allem, weil es hier hinten sieht man das ja auch. Ist das halt, es gibt so einen ersten Zyklus, einen zweiten Zyklus und ich weiß nicht, wie viele da noch es gibt. Das sind erschienene Sammelbände eben. Und das finde ich ganz cool, weil das ist gebunden und kostet dementsprechend aber auch ein bisschen mehr. Aber so gebundene Comics finde ich halt echt cool und machen sich auch echt gut im Bücherregal. Und mir hat das eigentlich echt gut gefallen. Das ist halt auch ein bisschen erotisch angehaucht und ja. Mehr kann ich dazu nicht erzählen. Ach so, was ich noch dazu sagen wollte, der Unterschied zwischen einem Comic und einem Manga, ein sehr, sehr großer Unterschied zumindest, ist, dass eben ein Comic farbig ist und ein Manga eher selten farbig. Also es gibt tatsächlich auch besondere Mangas, die, oder Mangaka, was ist denn die Mehrzahl von Manga? Schreibt mir das mal in die Infobox. Was ist die Mehrzahl von Manga? In die Kommentare. Auf jeden Fall ist es beim Manga eher selten, dass es farbig ist und da eben schwarz-weiß. Das ist der große Unterschied eigentlich bei einem Comic und bei einem Manga. Dazu muss ich sagen, ich bin nicht so erfahren, was das betrifft. Aber das ist mir so persönlich schon mal aufgefallen. Als nächstes mitgenommen habe ich mir Lady Mechanica. Ich habe da auch gerade überhaupt keinen blassen Schimmer, worum es da geht. Es sah auf jeden Fall echt cool aus und auch der Zeichenstil ist sehr, sehr cool. Ja, ich zeige euch jetzt eigentlich. Ich würde euch das gerne zeigen, aber ich habe mich damit noch nicht auseinandergesetzt, wie viel man so von einem Comic oder einem Manga eben zeigen darf. Ich weiß, dass man es eben nicht so viel darf, aufgrund von Urheberrechten. Und deswegen zeige ich euch jetzt leider keine Bilder, aber wie gesagt, alles unten verlinkt. Schaut euch das mal an. Könnt ihr natürlich auch im Buchladen euch angucken. Und ja. Dann habe ich hier mitgenommen Saint-André, eine seltsame Entführung. Ja, wie der Titel schon sagt, da geht es halt auch um eine Entführung. Und ja, ich bin sehr gespannt. Es tut mir leid, dass ich euch das alles nicht so erzählen kann, worum es halt im Großen und Ganzen geht. Aber es ist jetzt auch schon ein paar Tage her, wo ich mir die mitgenommen habe. Und ich habe mir das zwar alles immer einmal durchgelesen, worum es geht ungefähr. Und es hat sich alles sehr interessant angehört. Und ich wollte halt wirklich einfach mal ein bisschen austesten. Deswegen. Hier, dann habe ich noch ein etwas anderes, was zu diesen anderen jetzt so nicht passt von der Thematik, und zwar My Love Story. Und also geht es wohl irgendwie um zwei Highschool-Schüler, die Freunde sind. Und der eine, der hat halt nicht so wirklich das Glück bei den Mädchen. Die verlieben sich nämlich alle in seinen Freund, der gut aussehend und alles ist. Und irgendwann in der Bahn bewahrt er aber ein Mädchen vor einem Grabscher und soll dann wohl auch seine eigene Love Story kriegen. Also ein etwas romantisches Comic, eben. Ja, einfach für leichtere Kost zwischendurch. Dann habe ich eins mitgenommen, einfach aus dem Grund, es ist Sherlock und ich habe noch nicht so wirklich viel von Sherlock mitgekriegt. Ich kenne die Filme, aber ich habe noch keine Bücher gelesen oder Serie geguckt oder sonstiges und ich finde diesen Zeichenstil von diesem Comic eben auch sehr cool und sehr düster auch und das gefällt mir. Und das ist tatsächlich jetzt mal schwarz-weiß. Und ich finde aber, das passt auch zu dem Thema oder zu Sherlock allgemein. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Habe ich auch noch nicht reingelesen. Ja. Dann habe ich wieder eins, was ein bisschen fantastisch ist, wo der Zeichenstil auch ein bisschen anders aus, mehr in dieses typische Manga reingeht, und zwar Maria the Virgin Witch. Wie der Name schon sagt, da geht es wohl irgendwie um eine Hexe.
Und sie, ah, okay, sie versucht mit ihrem Sexappeal den hundertjährigen Krieg zu beenden. Sie ist selbst aber noch Jungfrau und vollkommen unerfahren, schickt sie dafür lieber ihre Hilfsdämonen aus, der in verführerischer Frauengestalt den Kriegsherren den Kopf verdrehen soll. Mit ihrer kleinen Friedensbewegung gefährdet sie jedoch Gottes Plan der Geschichte, und so dauert es nicht lang, bis sie den gewaltigen Zorn der Erzengel auf sich zieht. Ah, okay. Kein Wunder, dass ich es mitgenommen habe. Es hört sich echt sehr cool an. Und auch da werde ich natürlich reingucken und mal reinlesen. Mit einem sehr klassischen Manga-Stil. Ja, als letztes mitgenommen, darauf habe ich mich auch am meisten gefreut. Das war auch einer der Gründe, warum ich da überhaupt hingegangen bin. Und zwar Dolly Kill Kill. Das hatte ich als Manga tatsächlich schon mal in der Hand, weil der ja momentan noch bis zum 30. Juni, glaube ich, diese Aktion läuft. Einführungspreis von 3,99 als Manga eben, der erste Teil. Und das hört sich echt witzig an, weil das ist wohl irgendwie, die Stadt wird von Puppen befallen, also von menschlich gewordenen Puppen, also zum Leben erwachten Puppen, wie auch immer. Monsterpuppen werden sie hier genannt. Und beinahe die ganze gesamte Menschheit wird ausgelöscht. Also es ist so ein bisschen Zombie-Apokalypse mit Puppen eben. Und das hört sich mega cool an und einerseits aber auch irgendwie witzig. Und ich bin da echt gespannt, wie das. Ja, ich finde es cool, glaube ich. Und deswegen, da will ich halt nochmal reinlesen. Wenn mir das nämlich gefällt, dann nehme ich den ersten Manga auf jeden Fall für 3,99 noch mit. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit, aber ja. Das war es jetzt auch mit dem Video und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das lieber so haben wollt oder ein langes, gebündeltes Video einmal im Monat, wo ich mich wahrscheinlich um Kopf und Kragen rede. Naja, ich möchte ja auch ein bisschen so mit euch interagieren und eure Meinung dazu hören und das auch ein bisschen für euch machen. Ja, das war es mit diesem Video und ich würde jetzt sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!